Welcome back, ladies and gents. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie man ganz einfach und optimal seine Schnürsenkel verstecken kann. Es gibt manche Schuhe bzw. Sneaker, da sieht es einfach cooler und eleganter aus, wenn man die Schnürsenkel einfach nicht sieht. Wie zum Beispiel bei diesem Sneaker hier oder auch bei diesem Sneaker. Einfach, clean und schlicht. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du optimal deine Schnürsenkel verstecken kannst. Falls du da draußen gerade noch nicht Teil meiner YouTube-Community bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free und du würdest mich ein wenig supporten. Und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne die Glocke einschalten, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und wenn du Lust hast, folg mir auch gerne auf Instagram. Dort gibt es einige Outfit- und Styling-Posts von mir, also check mich dort auch gerne aus. Also Leute, dann starten wir mal. Alles, was wir brauchen, ist ein Schuh mit Schnürsenkeln, bei dem auch das letzte Loch für die Schnürsenkel am Schuh dran ist. Es gibt nämlich auch einige wenige Schuhe, wo das nicht der Fall ist. Und wir benötigen noch ein ganz wichtiges Instrument, und zwar einen Schuhanzieher. Und das aus zweierlei Gründen. Zum einen, wenn du deine Schuhe ohne Schuhanzieher anziehst, einfach mit deinen Händen und so reinschlüpfst, dann kann es unter Umständen sein, dass deine Hände bzw. Finger vorne irgendwann so ein bisschen austrocknen oder spröde werden. Und wenn du ohne Schuhanzieher in deine Schuhe reinschlüpfst, dann kann es auch unter Umständen sein, dass du deine Hacke bzw. deine Ferse am Schuh ein wenig kaputt machst und ein bisschen beschädigst. Und das wollen wir natürlich auch auf gar keinen Fall. Gerade wenn du zum Beispiel in etwas teurere Sneaker, wie zum Beispiel in solche hier, investierst, dann möchtest du ja nicht, dass zum Beispiel nach anderthalb, zwei Jahren die Hacke oder die Ferse so ein bisschen eingebrochen ist, sondern die soll natürlich auch noch nach längerer Zeit picobello aussehen. Also, falls du keinen Schuhanzieher hast, besorg dir einen. Kommen wir zur ersten Methode, und das ist wahrscheinlich auch die, die die meisten von euch da draußen kennen. Bei dieser Methode schnürt man einfach die Schnürsenkel zusammen und steckt sie dann hinter die Lasche. Die Methode finde ich persönlich nicht so cool, weil wenn man die Schnürsenkel unter die Lasche klemmt, dann kann es nämlich unter Umständen sein, dass so ein leichtes Druckgefühl entsteht. Und aus dem Grund gibt es auch eine bessere Methode, und zwar folgende. Als erstes musst du deine Schnürsenkel lösen und das bis circa zur Mitte deines Schuhs. Dann den Schnürsenkel einfädeln, und zwar nicht von innen nach außen, sondern genau andersherum, von außen nach innen einfädeln. Als nächstes musst du dann deine Schuhsohle etwas anheben, deine Schnürsenkel unter die Fußsohle packen, dann packst du deine Fußsohle wieder drauf und deine Schuhe sind ready to go. Und jetzt kannst du einen Schuhanzieher nehmen, in die Schuhe reinschlüpfen, ohne dass deine Finger spröde werden, ohne dass deine Hacke beschädigt wird und deine Schnürsenkel sind optimal versteckt. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, lauf auch nochmal zwei, drei kleine Schritte und fühl einfach, ob alles passt und ob auch deine Schnürsenkel fest genug sind. Und wenn das der Fall ist, bist du ready to go. So, jetzt weißt du ganz genau, wie man deine Schnürsenkel optimal verstecken kann. Wenn du das Video hilfreich findest, ja, dann teile das Video gerne mit deinen Freunden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da draußen mit meinen Videos euch ein wenig weiterhelfen kann. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Stefan Sörgel. Stefan, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Ich hoffe, du hast auch coole weiße Sneaker, bei denen du dann diesen Hack direkt anwenden kannst. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen und vielleicht wirst du schon beim nächsten Mal gegrüßt in meinen Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support. Wünsche euch allen schicke Schuhe und einen schönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Peace out.